Ja, man muss schon anders drangehen, weil man ja eben jemanden erfindet, der auch in gewisser Hinsicht immer performt für jemanden. Also ich habe mich immer gefragt, eigentlich könnte der ja auch viel schneller antworten. Also eigentlich muss er immer dazugeben, dass er so tut, als würde er jetzt erstmal überlegen, damit es irgendwie menschlich wirkt. Das heißt, eigentlich jemand, der die ganze Zeit so tut, als wäre er menschlich. Und darüber, dass wir wissen, dass er ja kein Mensch ist in Wirklichkeit, glaube ich, entsteht viel von der Komik an dem Film. Und es macht natürlich auch wahnsinnig viel Spaß, jemanden zu schreiben, der am Anfang einfach immer falsch liegt. Und dann langsam immer besser wird, weil man ja das Gefühl hat, man war vielleicht auch schon in menschlichen Beziehungen oder in Liebesbeziehungen, wo einem das genauso ging, dass man am Anfang manchmal dachte, warum habe ich das denn jetzt gesagt? Und dann plötzlich merkt man irgendwie, man verbindet sich und dieses Spannungsfeld zwischen menschlichem Dasein und Algorithmen, das macht natürlich wahnsinnig Spaß zu schreiben.